Hallo, willkommen zurück. Folgendes. Ich habe den Ritter. Ich habe dem Ritter genug Angst eingejagt. Ich würde erstmal sagen, wir machen weiter in Richtung Strand. Und dann. Ja. Und dann kommen wir wieder zum Ritter zurück, wenn wir ein bisschen mehr Schaden machen. Dem Schwert. Ich meine, das wäre sonst nur Zeit und nur Zeitverschwendung sonst. Okay, okay. Nun denn? Ja, etwas mehr. Starten bitte. Brumm, 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 brumm. Komm, do, 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 do. Ah, jetzt. So, musst du was essen? Ja, du musst. Noch eine Rosine? Nein? Nein, okay, sehr schön. Ach ja, ich wollte hoch. Nein. Nein, geht das nicht da hoch? Leck. Mann, leck. Ich hasse das. So. Nein. Na gut, dann eben nicht. Wenn es nicht will, dann will es eben nicht. Wo es wohl dahin geht. Sich da noch eine Festung dort, wo die Ecke des Schilds zeigt. Wer weiß. Rotpilz gibt's nicht, okay. Leck, 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 die leck, leck. Steig mal ab, nicht dass ich von der Klippe stürze. Mensch. Also, das ist keine Blume. Okay. Es gibt ja Wetter im Spiel. Ich, ja, hallo. Und ich frage mich, ob es auch Jahreszeiten gibt. Oh. Ich habe vergessen zu springen. Ich habe erst Q gedrückt und bin dann gesprungen, aber okay. Will ich den machen? Ah. Ich habe dem wenig Schaden gemacht. Attack on Titan, let's go. Was mit dir? Das war wohl nichts. Mann, wie treffe ich den nicht? Okay. Ich trink mal lieber was, ne? Am Ende habe ich schon mehr Schaden gemacht als... Mehr Schaden gemacht als dem...
Ritter, wo bin ich denn hier? Oh, Sackgasse, nein, 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 nein. Oh. Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so cool. Ich werde jetzt kurz das Ding treffe ich nicht. Oh je. Oh, ich habe ja noch Wölfe, oder? Kann ich die aufbeschwören? Nein, kann ich nicht. Vielleicht mal lieber auf dem linken Seite. Ist gut, dass das Pferd hier nicht an Steinen stecken bleibt und von sich aus hochkommt. Finde ich sehr cool. Das war ungünstig. Oh. Mann. Hallo. Langsam wird so uncool. Wenn du mal bitte ausweichen würdest, das wäre sehr nett. Ich bin fast tot. Hm. Ach, wisst ihr was? Das kann noch lange dauern. Ich ziehe mich lieber zurück. Doch, der verfolgt mich immer noch. Ist er weg? Oh, er ist weg. Okay. Wie viel habe ich eigentlich? 129. Hm, ist jetzt nicht sonderlich viele. So. Ah, hallo, 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 hallo. Buga, gaga, buga, gaga, buga, gaga, buga, gaga, buga, gaga. Humba, heya, humba, heya, humba, heya, humba, heya. Ah, eigentlich. Ich merke schon, der braucht wieder... ein bisschen um zu starten. So. Bam, 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 bam. Oh. Ein Leuchtschädel. Nice.
Ja. So. Jetzt würde ich sagen, einfach durchrennen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Menschen in Attack on Titan solche Probleme hatten, gegen Titans zu kämpfen. Ist das eine Runde? Was war denn das gerade? Hat er auf mich gespuckt oder hat er einen Stein geworfen? So, willkommen am Strand. Frische Meeresluft. Große. Ach, das sind Vögel. Ich dachte, das sind große Kreten. Also Wirbel. Oh. Was ist denn das? Kann ich das töten? Bist du schnell, Junge? Zu stehen. Zweihändig. Nein. Das wollte ich nicht. Mann, geh runter. Ja, das wollte ich. Na. Also. Okay. Nein. Das geht doch nicht. Was? Okay. Hä? Ich wackeln. Okay. Nochmal. Kamehameha. Okay. Na? Ja, meine Güte, ey. Nee. Wir wissen, was das ist. Eine Feuerbombe oder so? Ich probier's mal mit einer Feuerbombe. Nee. Wölfe kann ich nicht beschwören. Nee, kann ich nicht. So, was ist hier? Bist du ein Freund oder bist du ein Feind? Oh, Schmetterling. Du bist ein Feind. Alles klar. Wie habe ich den verfehlt? Mensch. Das gibt's doch nicht. Wie verfehle ich denn den die ganze Zeit?
Endlich. Du hast gewechselt. Ha. Nee. Ich brauche was Längeres. Yeah. Ah, hier hatte da was. Streifen weißen Fleisches. Ah. Einmal Schmetterling. Okay. Eigentlich Status Inventar. Findet man beim Jagen blutlose Kreaturen. Okay. Keine Scheiben Fleisch einer blutlosen Kreatur. Das Fleisch stärkt die körperliche Verfassung und die Resistenz. Dieser Effekt hält ausgesprochen lange. Oh. Okay, kann ich ins Wasser? Ich will nicht herausfinden, ob ich springen, schwimmen kann. So, erstmal Heilung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich habe mich schon gewundert, was das gerade war. Hallo? Weifen? Also. Was ist das? Oh, ein Schädel. Yeah. Nice. Talenten. Tipp eines Schleifmessers könnt ihr krieg... Stampf... Was? Kriegsasche... Stampferfeger. Oh! Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen... um euren Waffen neue Talente zu verleihen. Oh! Okay. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keinen neuen aufnehmen. Oh. Hinzufügen von Affinitäten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um euren Waffen Affinitäten zu verleihen. Ihr könntet die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Affinitäten. Einige Waffen, wie die mit einzigartigen Talenten, können keine neuen Affinitäten aufnehmen. Hey. Kriegsasche, Stampferfeger. Dankeschön. Das war so ein Käfer. Alles klar. Warte mal, Stampferfeger? Hab ich das richtig gelesen? Ja, ich werde geheilt. Oder so. Nice. Was ist das denn jetzt aber? Verwendung mit Schwertern, Äxten und Hämmern. Außer mit kleinen und mittelgroßen Schwertern. Oh, geht das mit meinem nicht? Oh. Die Kriegsasche bleibt eine Waffe, die Affinität schwer und folgendes Talent. Stampferfeger, hebt die Waffe und nehmt eine einzigartige Haltung ein, die kaum ein Angriff erschüttert. Oh, setzt dann mit einem starken Angriff als sichelförmiger Schlag nach. Auf Verwendung mit Schwertern, Händen und Hämmern. Außer mit kleinen und mittelgroßen Schwert. Mein Schwert ist mittelgroß, oder? Oder klein? Oh, sehe ich, wie groß meine Klinge ist. Dahin kommt, glaube ich, diese Dingsfähigkeit. War das Schwert.
Nehmen wir mal an, es ist zu klein. Aber boah, war der Käfer schnell. Ist der süß. Bist du feindlich? Es leckt. Hilfe, Einfrier, Hilfe. Ich sehe nichts, also ich sehe was, aber okay. Es ist gerade eingefroren gewesen. Bist du böse? Du bist böse. Streifen weißen Fleisch? Ah. Oha. Okay. Name ist verärgert, nehme ich an. Ach, du Heilige. Ich probier mal was. Nein. Der hatte die gleiche Idee. Weichst du mal aus, bitte, danke. Das war zu früh. Es leckt. Mann. Wie zur Hölle. Soll ich dich klein kriegen? Bitte schön. Ich hab zweite angekraxelt. Da liegt irgendwas. Junge, reg dich ab. Oh. 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 Nein, nein. Jawohl. Ja, nice. Nein. Ah, an. Okay. Eierstopp des Landoktopus, das ist ein Landoktopus. Alles klar. Ja, wofür will ich das? Aha. Köstlich. Aufgequollen. Landoktopusse fressen Menschen, um Nachwuchs erzeugen zu können. Das Blut ihrer Opfer strömt dann durch diese Eier. Oh. Oh. Okay. Wie kommt die überhaupt an Menschen ran? Mhm. Fliegen doch Stein. Cool. Nam nam nam. Oh. Daneben. Oh oh. Es leckt. Hm.
Wie? Habe ich den gerade was abgeschlagen? Okay. Oh. Ja, nice. Das ist schon cool irgendwie. Cool. Okay. Cool. Danke schön. Sorry, no, sorry. Nichts zu ungut. Nichts gegen dich. Oh, Boote. So, das waren die Landoktopus. Ich würde sagen, der Strand ist jetzt sicher. Waren das... Oh, die Schildkröte! Das ist die Schildkröte. Warum kann ich hier Wölfe heraufbeschwören? Vermutlich schenkt den Oktopussen. Oktopussen. Küssen, glaube ich schon. So. Apropos. Heraufbeschwören. Na, komm. Trabi, spring an. Also. Viele Adler, aber ich will gerade keine haben. Oh, wie süß diese kleinen Schildkröten. 1084. Gleich kann ich mir ein Level ableisten. Was bist denn du? Seid ihr Kobolde? Oh. Das sind Kobolde, glaube ich. Oder Goblins. Und ich, das macht ja gut Schaden. Die muss ich fahren. Waren das alle? Dankeschön. Faden. Wow, ich habe einen Faden bekommen. Oh, Glassplitter. Glas. Faden und Glas. Schätze, die man so am Strand findet. Schätze ich mal. Schätze ich mal. Glassplitter. Schärpe von spitzigem Glas. Wertloser Plunder. Echt? Echt? Einfach Plunder? Ein verdreckter Glassplitter. Da er im Licht glitzert, wird er aus der Ferne oft mit einem Schatz verwechselt. Kann selbst kein Licht erzeugen und ist im Grunde wertlos. Einfach Müll. Okay. Toll. Und ein Faden. Was kann der? Die einzige besondere Eigenschaft dieses Fadens ist seine ordentliche Länge. Ein langer Faden. Alles klar. Material zur Herstellung von Objekten. Halbmenschen tragen die auch bei sich. Also Halbmenschen. Mhm. Gut, ich habe den Faden gefunden. Hahaha. Lustig, lustig. Genug gelacht. Deutsche zurück an die Arbeit. Oh, ein Lager. Oh, ein Händler. Was gibt's hier? Nein. Ich wollte Linksklick machen. Spring rüber, Junge. Oh Mann, als ob die sowas auffällt. Leuchtet hier. Also, ja. Ist hier was? Nein. Nix. Nada. Okay. Mhm. So. Hallo. Hallihallo, wie geht's denn so? Oh, Schmetterlinge. Ich hoffe, du störst dich davon nicht. Hallo, wer bist denn du? Ich auch nicht. Nomadischer Händler, einfach Händler. Okay. Oh, neutralisierende Boli, mindert Giftbelastung und heilt Vergiftungen. Alter, 600. Blutstillende Boli, lindert eine drohende Blutung. Lindert die Belastung durch Schlaf. Man kann müde werden. Stimulierende Boli. Okay. Handbuch 2 des Rüstungsschmieds. Oh. 600. Ich könnte mir sogar leisten. Ein Bogen. Ja. Was ist das? Eisenrundschild.
kein Talent. Mhm. Notiz, Landschleimer. Steingräbertrolle. Oh. Okay. Ach, Breitschwert, das Ding habe ich doch. Bolzen, Pfeil, Furzbogen, Keule. Hm. Okay. Ja. Gibt's hier keinen Gnadenfurz oder wie der heißt? Fertig? Dann macht euch auf den Weg. Ja, ja, aber. Und doch was zu sagen? Ja, ja, ich auch nicht. Nun, ich würde gerne ein Level-Up machen. Wo geht das hier? Geht's da weiter? Es regnet, die Erde wird nass. Oh. Boing. Yeah, leck, 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 leck. Dankeschön. Einmal goldene Rune. Zwischen, Dankeschön. Was ist das? Also, wieso leckt es hier so? Meine Güte. Oh, ist das? Gar nichts? Gar nichts, okay. So, hallo. Was seid ihr? Wieso leckt es hier so? Oh, oh. Alles klar. Ihr seid, glaube ich, Müll oder so. Ja. Na? Fackelmonster. Jawohl. Wow. 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 Okay. Au. Können alle Richtungen angreifen, schätze ich mal. Dankeschön. Wäre Bestienknochen, dünne Bestienknochen. Bestien! Bestien! Meine Güte, ey, was laber ich denn? Auch besonders große Bestien. Aha. Schön. Ja, auch immer. Woher auch immer die Dinger haben. Okay. Alter! Geisterquellensprünge. Macht zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle einen Sprung, um auf dem Strom durch die Luft zu reiten. Oh! Wenn ihr zu Pferd in eine Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus großer Höhe keinen Schaden. Oh! Zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle. Geisterquellensprung, das ist ja cool. Ach ja, Escape. So, was hast du für mich? Ey, steuern! Mann! So. That was rather unexpected. Ach du Kacke. Ich mach mal das genau. Höhere Waffentechnologie. Auch nur diesen unsichtbar. Was ist das für ein Glühen? Als ob. Ich sehe nichts. Als ob die sich. Du willst mich doch veräppeln.
Nein, 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 nein. LOL. Nee, 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 nee. Kein Irrlicht. Ich bekenne euch des Lichtes. Nein. Möget ihr weichen dem Dämonen. Wie viele? Noch einer. Das ist der Armbrustschütze. Boing. Ein großes Skelett, ne? Oh! Ah, nice. So, goldener Federtier. Hast du sie heraufbeschwört? Ist hier noch was eigentlich? Nein, nix. Das war's. Das war der Strand. Hier ist nix. Okay. Erhöht kurzfristig die Runenausbeute. Und mal, wo findet man solche Dinger? Ein Vogelfuß mit vier Krallen eingelegt in einer goldenen Arzneitinktur. Herstellbares Objekt. Oh, erhält bla bla bla. Früher haben die Armeen selbst das letzte bisschen Fleisch mit Vogelfüßen gekratzt. Das war's. Ich will noch nicht da hoch. Trink mal was. Ich heile mich mal lieber. So. Alle hopp. Bam, 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 bam. Alle hopp. Also. Da drunter war ja nur der. Hier war auch nichts sonst. Hier wirklich nichts mehr? Warte mal. Oh. Wie habe ich das denn zweimal übersehen? Wie habe ich das übersehen? Okay. So. Ah ja, Packe. So. Bam, bam, ba, 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 ba. Küstenhöhle. Ja, ein Erdenfurz. Kann ich hier heraufbeschwören? Nein, kann ich nicht. So, bitte aufleveln. Dankeschön. Die hinsetzen. Jawohl. Gut, dann warten wir mal ein bisschen. Dankeschön. Wie lange nehme ich schon auf? Hm. 39 Minuten. Hm. Ach komm, die Höhle mache ich noch. Ach, für euch. Ja. Für die Leute. So. Das ist die Ausdauer. Hm. Ohne das Ding immer mehr und mehr brauchen wird, ne? Mache ich alles erstmal auf 13?
Ich mache vielleicht alles erstmal auf 13. Aber, ja doch, komm. Mein Schwert, was braucht mein Schwert? Was ist das? Ah, ich darf hier nicht reisen, glaube ich, um getragen zu werden. Würdiger Attribute, 10 Stärke, 10 Geschick, 10 Geschick, okay. Mhm, Stärke und Geschick, alles klar. Ah ja, Runen. Nee, oder wie war das? Talente, wie kann ich die Talente machen? Ging das an dem Amboss dort in der Kirche? Warte mal. Ach nee, kann ich ja eh nicht. Mein Schwert ist, glaube ich, kein großes Schwert. Egal. So. Radar aktivieren. Mit Radar meine ich die Zielerfassung. Aha. Oh. Das wird lustig. Komm her, ich weiß nicht. Hey, du. Ach, na gut. Mann, hört auf, so intelligent zu sein. Ich mag es zu springen und Angriffe zu machen, vor allem schwere. So. Mit einer Fackel in der Dunkelheit schleichen. Die Logik muss man irgendwie verstehen erstmal. Aber war da oben nicht noch Moos oder so? Moment. Ah, jawohl. Alles wird mitgenommen. Auch wenn ich nicht weiß, wofür ich das brauche. Immer schon schleichen. Oh oh. So, wer kommt? Niemand. Okay. Oh. Danke schön. Lecker, lecker, lecker. Was? Oh. Oh. Istvan der alte Ritter. Nein, noch nicht. Boah, nicht. Der hat überlebt. Der Kurs hat überlebt. Mann. Der Große hat einen Rückenstecher überlebt. Das war eine Überraschung. Und jetzt würde ich mich mal gerne nochmal heilen.
um sicher zu gehen. Und den heraufbeschwören. Ich meine, wieso nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Guten Tag, ich war der alte Ritter. Ich bin hier, falls du mich suchst. Kannst du auch schleichen? Oh. Oh, erschreck mich nicht. Oh. Nice. Ah, gut. Was? Au. Au. Was zur Hölle? Ja, die Wölfe machen schon die Kleinen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich heile mich mal. Alter, was zur Hölle? Jawohl. Hast du gerade einen Donnerschlag gemacht, oder was war das gerade? Nein. Gott, verdammt. Ey. Versuchung, Hilfe. Okay, der ist tot. Was ist mit dem anderen? Die Wölfe machen. Und cool, ich habe hier meine eigene kleine Armee. Krass. Ja, geil. Wie cool war das denn? Das war noch nicht der Boss. Schneiderei-Werkzeuge. Oh, cool. Nähnadel. Dort, das war der Boss. Oh Leute, das waren die Bosse. Ich habe da hinten gerade diese gelbe Dings gesehen. Ich dachte, okay. Alter, ich dachte gerade, jetzt kommt noch ein Boss. Okay. Cool, danke schön. Ihre Dingspunkte. Ah, Käfer. Hm. 5 Käfer. Silberne Glühbirnchen. Nam, nam, nam. Kommt her in meine Tasche. Okay, cool. Das war ja cool. Wölfe vor The Wind, ich sag's euch, Leute. Habt ihr Wölfe, habt ihr gewonnen. Also, zumindest habt ihr gut verschluckt, gute Siegchance. Okay, das war ja cool. Danke, ihr. Danke, oh ehrenhafter alter Ritter. Ja, ich hab so ein Ding bekommen. War das nochmal ein Mieset? Ich glaube ja, ein Mieset. Schneiderei-Werkzeuge meine ich. Und ein Nähnadel. Die Nadel von Bock dem Halbmenschen, dein wertvollster Besitz. Ah ja. Eine große Nähfadel, geformt wie eine Reißzahn. Der wertvollste Besitz des Halbmenschen Bock. Ein tragbarer Satz Schneiderei-Werkzeuge ermöglicht Rüstungsänderungen an Orten der Gnade. Rüstungsänderungen. Ermöglicht das Anpassen von Rüstungsänderungen. Oh? Sag bloß, ich kann die Rüstung verändern oder sogar verbessern. Okay, was gibt's da? Würfelleck. Ja. Boah, das war ja mal voll cool. Wie viel habe ich? 1200. Voll cool. Okay, noch jemand?
Moment, was ist denn da mit meiner Taste? Warte mal. Ich muss mal kurz die Tasten so reinigen. So. Boah, ich fand's voll cool, dass die Wölfe hier die Kleinen, vom Weg geräumt haben. Voll, voll cool. Der bleibt tot. Ich will ihn da schmetterlingen. Hab ich da Moos und so gesammelt? Dieser großen, großen Höhle. Voll cool, dass aber auch noch jeder überlebt hat. So, habe ich hier alles gesammelt. Es hat gerade ganz kurz geleckt. Hier ist alles sauber. So scheint alles sauber zu sein. Okay. Cool. So, das war ja mal abgefahren. Immer wieder gerne. Ein bisschen, wie ist das Wort? Na? Durcheinander, aber nicht durcheinander genug, so dass ich gestorben wäre. Oh. Bububaya. Chabat. Was sind das? Affen? Also ja, Halbmenschen vermutlich, aber die sehen aus wie Primaten. Geht sie eigentlich noch raus oder geht sie irgendwo tiefer rein? Oh. Hä? Oh, okay. Oh, wir sind auf der Seite der Insel. Krabben! Hier gibt es Krabben. Auch gerade dunkel, passend. Die Fackel brauche ich nicht, nein. Schild hier. Oh, Krabbis. Oh, wie süß. Oh, ihr seht, die sind goldig. Wölfe kann ich nicht darauf schauen. Okay. Und die greifen noch nicht mal an. Oh, das sind die besten Krabben. Oh, ich vermute mal, man kriegt von denen Krabbenfleisch oder Scheren, aber keine Ahnung, mir doch egal, ich will keine Krabbe töten. Oh, die sind so putzig, putzig. Oh, gut. Schaut sie euch doch eine an. Schaut sie sich doch eine an, glaube ich. Das. Oh, hallo. Oh, tschüss. Ja, F ist springen. Ich habe schon wieder Space gedrückt, ab das ist der Rollen. Ich war hier übrigens noch nie, möchte ich anmerken. Dahin gehe ich lieber nicht. Da ist der Mond und der Planet oder was auch immer das. Oder was auch immer da so nah schwebt. Oder vielleicht ist das nur so groß und keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was gibt's hier noch? Ich schaue mich mal da unten noch etwas weiter um.
Ah, hier ist die Höhle. Ist hier, dass ich mich jetzt selbst umbringe. Nix. Okay, dann geht's wieder hoch. Am besten zu Pferde, der erstmal warm werden muss beim zweiten Start. So, da sind wir jetzt. Das sind Pinguine? Nee, das sind... Oder doch, sind das Pinguine? Nee, das sind einfach Vögel, okay. Keinen Bock jetzt Vögel zu töten. Aha. Okay, da geht's da lang. Ah. Oh, was ist das? Aha, ein Schädel. Dachtest du, du könntest dich von mir verstecken? Du kleine goldene Rune. Noch was? Meine Güte. Nope, war einfach nur ein Schädel oder irgendwas anderes. Oh, Blumen. Leuchti, leuchti. Oh, Blumen. Lecki, leck. Eine Rune. Die beiden Pinguinen Schild. Ja. Nein. Entschuldigung. Entschuldigung, das war wirklich nicht meine Absicht. Das war Auto-Aim. Glaube ich. Oder da hat nicht dahin gehauen, wohin ich geguckt habe. Egal. Ruinen. Ich hoffe, hier sind keine Bergtrolle, von denen die Rede war. Oh, ein Gnadenfurz. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein goldener Streifen ist. Wo ist er? Ah, da ist er. Ja, Gnade berühren. Ja. Jetzt kann ich endlich mich hinsetzen und mich wieder auffüllen. Und vielleicht sogar leveln. Oder kann ich schon leveln? Habe ich genug? Mal gucken. Stufenaufstieg. Ist weg. Alles klar. Habe ich nicht genug. Ich habe knapp 300 fehlt mir noch. Ich würde sagen... Ach nee, komm, das ist nicht viel. Ich glaube, das schaue ich mir noch mal. Und dann beende ich die Aufnahme für heute. Kirche der Drachenkommunion. Es gibt hier also auch Drachen, sagt bloß. Okay. Altar untersuchen. Aha, die Dark Souls Flamme ist dort scheinbar. Ist hier nichts? Kein Gargoyle oder so? Nein. Nur Steinstatuen von... Also, ich meine, nicht lebendige Steinstatuen von Drachen. Dass ich hier gleich von einer Statue angegriffen werde, die Feuer spuckt. Na, Mensch, nicht F. Oh, ein Pilz. Oh, noch ein Pilz. Sonst nix hier? Da hinten, da unten. Die Schildkröte, wie auch immer die hier hochkommt. Okay. So zu den Ruinen. Na komm schon, als ob ich... Na also... Gut, okay. Gibt's hier? Nix.
an. Ritual der Drachenkommunion, okay. Oh, was ist das? Oha, Drachenfeuer kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus. FP-Kosten 28. Und eine 4. Ich glaube, die 4 zeigt, wie viel ich übrig habe. Okay. Nötige Attribute. Glauben 15. Arkanenergie 12. Oh, ich habe Glaube 14. Oh. Drachenklaue. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Kann ich mich noch in einen Drachen verwandeln oder was? 42. Im Inventar? 1,9. Was? Sind das Items? Sind das Aufladungen wie in Dark Souls 1? Drachenstuhl. Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch. Okay. 24 Glauben. 16 Arkanenergie. Ach du Heilige. Opfergabe. Ach, das ist ein Drachenherz. Was zur Hölle? Drachen. Was heißt denn hier bitte schon Drachenherz? Du einen auf Dovahkiin machen oder was? Genau. Plotwist, Drachen tauchen hier genauso oft, vielleicht sogar seltener auf als wie in The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das wär's. Nein, bitte nicht. Hallo, das ist ein Drache. Ich habe noch nicht mal den einen in Dark Souls 3 hier gefunden. Okay. Darunter ging's noch. Hier war. Das war's schon, oder? Das war's schon, okay. Ich höre es glitzern. Die Vögel sind sehr gechillt, okay, gut. Oh lol, was zur Hölle? Nein. Voll drüber gesprungen, ey. Dunkelschmiedestein. Dankeschön. Erkunden lohnt sich immer, immer wieder. Hier ist nichts weiter. Ja. Oh, Schildkröte. Nein, wirklich, wie kommt die Schildkröte hier hoch? Die arme Schildkröte muss doch irgendwann hier aussterben, oder? Oh. Schmiedestein. Okay. Was ist das? Ah, Herber. Stimmt, die gab es ja auch noch. Herbahi, Herbaho, Herbah, Herbalini. Okay. Woll. Bock, Start. Ich sollte nicht mit 180 km/h hier am Rand umher springen. Umher dingsen. Rasen, genau. Du willst Stress? Du kriegst Stress. Das war der Stress. Gern geschehen, Bruder. Halbe Fleisch. Zu essen. Und wen hast du hier erlegt? Kopf der großen Libelle. Ja. Yippie. Okay. Naja, besser als nichts. Nee, heul nicht, er hat angefangen. Huch. Woher habe ich... Anscheinend hat gerade jemand Suizid begangen. Okay.
Also nicht okay, aber... Aha. Na? Na? Ah. Mäh. Gibt's hier noch was? Mäh. Hey. Boah, du siehst aus wie ein Kaninchen. Und du bist ja fast so ein Putzlingen. Okay. Huch. Ah. Zweimal gleich. Was? Ach, hier ist noch... Ich bin blind wie Stroh, ne? Auch wenn es leicht leuchtet, ich sehe es nicht einfach. Wie viele habe ich schon eigentlich übersehen? Schreibt sie mal in die Kommentare. Hey, du Igel. Bei Minute 5:34 hast du drei Blätter übersehen im Gebüsch. Rechts von dir. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Was eine schöne Welt. Auch wenn die sehr felsig aussieht. Okay. Das war's für diese Folge. Ich reise mal nicht dahin. Das war... Nein. Na gut, wenn ich mich schon mal hingesetzt habe, kann ich gleich mal gucken, ob ich aufleveln kann. Nein. Achso. Zurück. Genau. Kleidung anpassen! Halt! Kleidung anpassen, das schaue ich mir noch an. Ich habe es gerade gelesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Da ist der Unterschied. Ah, cool, ich kann den Umhang und so wegmachen. Oh, das ist ja cool. Achso, es geht. Ich hab. Okay. Hose und Stiefel geht scheinbar nicht. Okay. Aber immerhin abgefahren. Coole Idee. 10 von 10 Punkten. Gut. Reisen wir mal. Guckst du. So. Wohin? Ah ja, das war das Ding. Hier ist doch ein Weg. Soll ich nach unten gehen? Hier so? Nee, oder warte mal. Nein, hier ging nicht. Hier war die Brücke, glaube ich, kaputt. Hier ist ein Weg. Hier führt der Weg. Genau. Ruine, die Ruine schaue ich mir als nächstes mal an. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich reise mal... Ach komm, ich schleiche mich mal wieder durch den Wald und sammle alles. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich entscheide mal dabei, in welche Richtung ich als nächstes gehe. Vielleicht Süden oder Osten direkt. Mal schauen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.